Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Agrarian Skies Hardcore Quest. So, wir haben im letzten Part den Elevator eingebaut. Hier auch Geier in die Ecke gepflanzt. Sehr schön. Und wir werden damit auch bald ein bisschen weiter bauen, nur weiter nach oben. Die Pflanzen, also die Metallfrüchte nenne ich es jetzt mal, die Flüssigmetallfrüchte, hängen hier gemütlich von der Decke runter. Bald werden sie hier auch ein bisschen im Detail herunterhängen, also ein bisschen verschönert. Werde ich jetzt auch noch machen. Oh, die Blocks sind schön. Da haben sie jetzt, da ist viel daraus geworden. Sehr gut, sehr gut. Haben jetzt auch wieder ein bisschen Metall, was sich hier automatisch produziert. Und das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit so tun wollte, dieses Smeltery jetzt auch mal ins ME-System anklemmen. So, Kabel verlegen. Müssen wir jetzt machen. Da habe ich das letzte Mal aufgehört. Nein! Ah, Menschenskinners. Fokus. Fokus. Und damit meine ich nicht diese schreckliche Zeitung. Okay. Dann klemmen wir das hier auch gleich mal an. So. Jetzt brauchen wir noch einen Fluid Exporter. Und wir könnten hier oben auch gleich mal... Zack. Moment, F7. Ist hier irgendetwas, wo monstermäßiger spawnen kann? Nö, passt. Sehr schön. So. Passt. Dann ist hier soweit auch alles in Ordnung. So, Leute, mal kurz hinsetzen. Der Korax muss sich jetzt hier auch mal ein bisschen gemütlich machen. Er ist ja ein bisschen krank und muss sich schonen. Und nimmt auch dabei gemütlich für euch auf. Ich finde eigentlich, dass diese Art so, ja, zu kommentieren für mich deutlich angenehmer ist. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich krank wäre, ist es deutlich ein bisschen angenehmer. Ich bin auch am Überlegen, meinen Kommentierstil ein bisschen anzupassen, weil ich, wenn ich mich so mit früher vergleiche, ich habe nämlich... letztens so ein bisschen meine ersten Let's Plays mal wieder durchgeschaut und habe mich dann auch so mit heute verglichen, Vorteile, Nachteile und so allgemein die Entwicklung, die man als Let's Player durchmacht, und ich mache das jetzt hier schon fast 3 Jahre und ist eigentlich vielleicht gar nicht so dumm, wenn ich mir jetzt hier einfach mal so ein bisschen hinsetze und sage, ich überarbeite jetzt mal meinen Kommentierstil. Er ist ein bisschen seltsam in den letzten Jahren geworden, finde ich persönlich. Für die meisten von euch stört's wahrscheinlich noch nicht einmal, muss ich feststellen. Bis dato habe ich zumindest nichts groß Negatives gehört. Und daher denke ich mal, dass es soweit in Ordnung ist an sich. Aber man hat doch ein bisschen mehr an, also sagen, Qualitätsvorstellungen und Qualitätsbedürfnisse an sich selbst. Und dazu gehört halt einfach auch, dass man irgendwann mal an der Stelle steht und sagt, hey, ich muss jetzt mal meinen eigenen Kommentierstil überarbeiten, er gefällt mir nicht mehr so. Und jetzt muss ich immer gucken, wo ist eigentlich das ganze Eisen? Hier ist das Eisen. Und weil ich nicht momentan hier neiplompen kann, kommt da auch nichts. Verdammt. Okay, dann muss ich das hier mal kurz von Hand nachmachen. Bleibt jetzt leider nichts anderes übrig. So. Und muss ich dann hier auch gleich nachkippen. Ja, mein Kommentierstil. In welche Richtung möchte ich ihn entwickeln? Ich habe jetzt hier so ein paar Jahre Erfahrung darüber, was wie wo läuft und was so auf YouTube so funktioniert. Allgemein die Frage, muss ich auf YouTube funktionieren oder soll ich meinen eigenen behalten? Ein bisschen, so ein bisschen Corporate Identity, wie man so im allgemeinen Fachgenre sagt. Ist ja nicht ganz uninteressant und auch nicht ganz unbegründet, den zu haben. Gerogon zum Beispiel, einer, der mittlerweile auf Dwarf Fortress ein Monopol hat, obwohl Dograti es damals eingeführt hat in der deutschen Let's Player-Szene, hat eher so auch so eine etwas leisere, ruhige, fast schon OP-Stimme. Ja, ich glaube, OP-Stimme bin ich mal gar nicht so weit weg damit zu beschreiben. Es ist so eine Erzählergeschichte, so eine richtig schöne... ruhige. Ja, ich verwende es deshalb in Bezug auf Opis, weil meine Großeltern mir eigentlich immer viele Geschichten erzählt haben, und das ist vielleicht der Punkt dabei, warum ich das so assoziiere. Und das ist vielleicht eine gar nicht mal so schlechte Kommentierstilart, weil sie doch sehr entspannt ist und vielleicht auch nicht so schlecht, muss ich ehrlich sein. Zumindest gefällt es mir doch ein ganzes Stück mehr. Weil ich, sagen wir so, ich muss ja auch irgendwann einmal mein Zeug mal selber angucken, und
der Grund, warum das deutsche Fernsehen im Prinzip eigentlich so an allem verkackt ist, dass die Leute im Prinzip nicht ihre eigenen Programme anschauen und deshalb einen Haufen Shit produzieren. Und ich würde mir persönlich das nicht wünschen, sagen, hey, das, was ich hier anschaue, kann ich selber nicht angucken. Das würde ich nie wollen und würde ich euch auch nie antun, muss ich ehrlich sein. So viel, ja, Humanität habe ich auch, also so viel Menschenrechtswürde bin ich schon der Menschheit treu, also treu verpflichtet. Und daher, warum kommt da jetzt nichts raus? Molten Ingwer. Shit. Da war Nickel mit drin. Verdammt. Nein, das hätte jetzt nicht sein sollen. Okay, das war jetzt doof. Ein bisschen arg doof von mir. Tut mir leid, sorry. Ich habe übersehen, dass da noch ein Fützelchen Nickel drin ist. Serious Zone? Ja, da ist das Nickel. Ah, das ist ärgerlich. Aber warum pumpst du es denn nicht weiter? Nein. Ach verdammt, es ist voll. Es ist voll. Es ist voll. Gut, dann muss ich hier mal kurz zwischenlagern. Ja. Okay. Obsolet. So, gescheit. Und zwar hier Naus. Was ist eingestellt? Iron. Passt, sehr schön. Und hier raus. So. Davon nehme ich mir auch gleich einen tiefen Eimer. So. Und dann kommt das hier rein und produziert jetzt mal ein bisschen Eisen. Das Eisen pflanzt sich wo an die Decke? Das ist eine gute Frage. Das Eisen kommt hier drüben hin, da brauche ich ein bisschen Platz für. Denn Brüderchen hat sich ein nettes Design einfallen lassen, wie wir die ganzen Eisen, wie wir das Eisen so im Allgemeinen gestalten. Fand ich schön, fand ich stylisch, auf jeden Fall. Und das werde ich auch so tun. Mache ich hier mal so den Ästen entlang, damit es auch ein bisschen im Stile des Baumes ist. Weil eigentlich sind wir hier alles im Stil machen. War so eigentlich der ursprüngliche Plan. Den wollte ich jetzt eigentlich auch mal so weiterverfolgen. So. Wie schaut's hier mit dem Eisen aus? Die ersten Eisen kommen raus. Sehr schön, dann kann ich auch schon mal gleich den Fluid-Exporter. Jo. Musste jetzt kurz nachdenken, Verzeihung. Fluid-Exporter. Passt, wir haben genug Eisen. Aber wir haben keine Exporter mehr, weil die Interfaces fehlen. Und das Kabel. Das Kabel habe ich dabei. So her, das ist ein weniger Problem. Machen wir hier gleich mal alle. So. Ja, das war das Eisen wahrscheinlich gerade. Ah, shit. Okay. Jupp, das war das Eisen. Okay, dann tun wir das hier rein. Dann, was, die Chips haben gefehlt, gell? Nein, Interfaces. Weil Eisen fehlt. Nein. Ja, mir geht Eisen aus. Hier, gut, dann haben wir jetzt schon wieder ein paar Fundel mehr. Paar Fundel. So. Komm schon, ein Eisen kannst du mir noch schnell... Boah, so, jetzt passt, sehr schön. So, dann haben wir eine schöne gerade Anzahl. Nein, was machst du da? Nein. Okay. Fluid. Exporter. Brauchen wir einen normalen Exporter. Passt. Einen reicht erstmal. Dann hier den Chip noch mit dran batzen. Dann haben wir einen schönen Exporter. Und der Fluid-Exporter an sich braucht noch ein Wollkabel? Ich habe keine Wollkabel mehr. Seltsam. Okay. Jetzt brauchen wir noch das Eisen. 6 Stück an der Zahl. Haben wir da. Passt ja schon. Just-in-Time-Produktion nennt man das. Just-in-Time. Und nicht Bieber. So produziert man nicht. So produziert man nur Ohrenschmerzen. Okay. Der Eimer. Also das Ding kommt mir gerade recht. Muss ich ehrlich sein. So. Bauen wir gleich ab. Die bauen wir auch gleich ab. Pflanzen wir dran. Stellen dich auf Lava ein. Volle Kanüle. Da möchte ich jetzt nicht groß, dass du kleckerst. So. Komm schon, ich möchte den Block an sich haben. Ja, geht nicht mehr. Schade. Gut, gut. Dann habe ich jetzt auch schon mal eine automatische Nachfüllaktion für die Geschichte. Soll mich nicht stören. Dann tun wir hier den Eimer ein. Dann füllt er auch gleich ab und wird gleich abgegeben. Sehr gut. So.
Dann, das hier ist auch unwichtig geworden. Das kann ich jetzt auch abbauen. Und kann jetzt das drin pappen, was ich hier so im Allgemeinen hinbauen will. Das heißt, ich brauche einen Exporter, und zwar einen großen Exporter. Wofür war der Fuzzy eigentlich nochmal? Ich glaube, der konnte nur mehrere Dinge auf einmal kontrollieren. Bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Werde ich mal demnächst recherchieren und ausprobieren. So. Das schmeißen wir da rein. Genauso wie das hier. Alles beides ist unnötig geworden. So, pflanzen wir dran, machen ganze Stacks, füllen auf. Sehr schön. Ah, Moment, das dürfen wir noch nicht machen, weil da ist noch Graphit drin, was mischt. Ah, Moment, das Kupfer muss hier raus. Nein! Weg mit dem Kupfer! Das Kupfer muss weg! So. Euch drei auch noch. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche unnötigen Mischmaschereien haben. So. So. Dann kommt das hier langsam mal so ins Endergebnis. Schön, nach drei Parts. Endlich. Endlich mal ein Ergebnis vorweisbar. So. Dann ist eigentlich jetzt nur noch ein bisschen Erwartezeit für mich als Person hinten dran, weil ich nämlich euch diese ganze Erwarterei auf dass die Sealed Bricks gemacht sind, ersparen möchte. Die mache ich dann offcam. Lass das einfach mal so durchlaufen. Nebenher, ja, produziere vielleicht noch ein bisschen Nebengrafis so her, was so für euch nicht an Interesse ist, weil wozu müsst ihr das zugucken, wie Sachen der zeitlich runterrennen? Weil viele meiner Zuschauer haben festgestellt, dass sie mich überholt haben, und zwar um ein ganzes Stückel, weil sie nämlich einen Vorteil haben, den ich nicht habe, nämlich Zeit. Mein Problem ist, ich muss das ja euch in einer gewissen Zeit präsentieren. Ihr möchtet einmal am Tag einschalten. Also ihr schaltet einmal am Tag für um mich ein, beziehungsweise, um genau zu sein, ja doch, einmal am Tag, stimmt schon. War jetzt nicht ganz so, ich wollte jetzt eigentlich schon schnell auf Woche umrechnen, macht jetzt aber keinen großen Sinn. Aber wenn ihr schaut einmal am Tag für mich nein und wollt natürlich, dass ihr unterhalten werdet von dem, was ich euch so präsentiere. Und ja, das sollte ich doch ein wenig einhalten, wenn ich euch als Zuschauer behalten wollen würde. Exporter. Nein, Kabel brauche ich. Ist aber auch nicht so, hier ist das Kabel. So. Komm schon. So. Hat ein Stückchen mehr. Und zwar, das war ja das so der Punkt. Und ich habe ja immer ein Interesse daran, dass ihr das bekommt, was ihr wollt. Und zwar nämlich meine Stimme. Die aktuell gerade etwas mitgenommen klingt. Tut mir leid. Aber ich hab's euch versprochen und ich werde nicht so schnell wortbrüchig. Genauso wie ich meinen Fluch ausgesprochen habe, Dwarf Fortress zu beenden. Oh ja. Oh ja. Der wird mir noch zu schaffen machen, der Fluch. Ah ja. Es wurde ja schon mittlerweile schon diskutiert, wann ich das mache, beziehungsweise auch schon wird es heiß erwartet. Tut mir leid, ich weiß nicht, wann ich dazu komme und wie ich das mache. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich jetzt als nächstes ein kleines anderes Spielchen vorher noch mache, weil es gab ja einige interessante Punkte, die ich so demnächst mal ansprechen möchte und vorzeigen möchte. Und auch mal euch als Kanalformat vorweisen will. Allgemein stellt sich die Frage, wie ist die Nachfrage für Dwarf Fortress bei euch eigentlich noch? So ganz so wirklich eine Ahnung habe ich dann nicht. Aus dem einfachen Grund, hier schauen natürlich meine alten Pappenheimer zu, die Jungs, die schon immer dabei sind und von denen ich weiß, denen gefällt es garantiert. Aber ich habe in letzter Zeit auch ein paar neue Abonnenten bekommen und bei denen wäre ich doch sehr interessiert daran, was die eigentlich sehen wollen. Jungs, Mädels, was auch immer ihr seid, Aliens vom Mars, schreibt es mir. Ihr könnt mir keinen größeren Gefallen machen, wenn ihr Kommentare unter mein Video schreibt. Das ist so im Genund der Punkt hier. So, dann habe ich hier auch wieder ein bisschen Eisen. Passt der Lan auch wieder. Dann kann ich jetzt da oben auch schon mal bald anfangen. So, dann habe ich das hier für jetzt mal erledigt. Ah, die Tanks werden langsam voll. Ja. Hier. Nickel ist es schon. Oder nee, Tin ist das. Tin, jo. Tin ist schon voll. Da muss ich jetzt gleich mal mich drum kümmern. Und zwar die Sealed Bricks werden wir jetzt benötigen. Genau, müssen wir jetzt schon machen. Da muss ich das tatsächlich noch on-cam machen.
Dachte ich jetzt nicht, dass ich das tun müsste, aber mei. Dann ist es halt so. So. Dann die Sealed Bricks, darf ich bitten? Ja. Hallo? Hallo erstmal? Ich weiß ja, ach, ist schon wieder dieses Drecks-Inva. Sie fix, hä? Ah, dieser Inva-Pro, dieses Inva-Problem hier. Sealed Stone. Ist jetzt drin. Und füllt sich auf. Sehr schön. Gut, dann wird das hier auch nebenher produziert. 5 Minuten ist der Part. Gut, dann... Oh, mein Jetpack schon wieder fast an die Hälfte. Das muss ich hier auch noch wechseln. Gerade ist es so ein bisschen gemütlicher arbeiten. Also so Arbeiten, die wenig stressen. Und ja. Es wird dann nachher interessanter, weil sobald nämlich die Smeltery so allgemein automatisch funktioniert und ich nicht mehr mein Hirn daran verschwenden muss, zu organisieren, wie wir an diese Ressourcen kommen, haben wir dann auch nicht mehr das Problem, dass ich mich um Ressourcen kümmern muss, die mineraler Natur sind, und wir können uns endlich mal um das Thorncraft und das Bloodcraft kümmern. Ich habe ebenfalls von dem Zuschauer, der mir das Bees erklärt hat, auch schon ein paar Sachen gezeigt bekommen, wie es mit Thorncraft läuft. Allerdings läuft das da auch ein bisschen anders da ab, und er hat auch nicht alles von Thorncraft gesehen, zum Beispiel die ganzen Geschichten mit den Golems hat er noch nicht gemacht, davon weiß ich nämlich, dass er es noch machen müsste, wenn er hier wirklich komplett machen wollen würde. Da muss ich mich aber noch ein bisschen auseinandersetzen, werde vielleicht mal Tumlu fragen, weil der hat da nämlich schon ein bisschen Ahnung von den Goblins, weil er sie selber schon ein paar Mal verwendet hat. Da muss ich mich aber mit ihm erst kurz schließen. So, liebes Tumlu, melde dich, sag Bescheid, erklär's uns allen. Wenn du Bescheid weißt, das ist natürlich die Grundvoraussetzung hierbei. So. Ja, diese Tables. Worüber habe ich die jetzt gerade gecraftet? Und zwar, wir werden nämlich für jede einzelne Flüssigkeit, da werden wir jetzt eine höllische Menge an Exporter benötigen, und zwar Fluid-Exportern, die dann das Ganze hier dann raus exportieren und dann automatisch in Barren verwandeln. Okay, das heißt, ich habe geistige Schielen, 9 Stück brauche ich. Also Exporter. Moment, Exporter. Und zwar Fluidstück davon. Das heißt, ich benötige 9 von den Interfaces. So. Machen wir hier mal. Können wir nicht, weil kein Kabel haben wir da. Aber wir haben keine Chips. Chips ist jetzt weniger das Problem. Wir haben kein Silikon. Silikon ist jetzt weniger das Problem, weil ich schon in weiser Voraussicht was neigeklöppelt habe. So. Machen wir den ganzen Rest auch noch geil dazu. Nein, Weed brauchen wir nicht. Alter, wir haben einen Arsch voll Weed, hä. So, wir haben jetzt genug Silikon, um die Chips zu machen. ME. Nee, 7 brauchen wir. Wir brauchen gar nicht, wir brauchen nur 8. Okay. Das heißt, wir brauchen nur einen Chip noch dazu. Nein, Lüge. Wir brauchen ein Chip noch, um ein Interface zu machen, um die 8 Interface zu machen. Und dann brauchen wir jeweils noch 8 Chips, das heißt, wir brauchen jetzt 9 Chips noch. Ah, okay. Um dann aus den Exporter dann einen erweiterten Exporter zu machen, um daraus dann einen Fluid-Exporter zu machen. So, jetzt haben wir's. So, das heißt aber, es reichen unsere Silikonvorräte. Gerade so aus. Okay, passt. Das heißt, jetzt brauchen wir hier nochmal 8 Stück. Sehr schön, haben wir 9. Die hier sind noch beschäftigt. Unterbrechen das Programm jetzt mal kurz. Wir unterbrechen dieses Programm für eine Sondersendung. Ich habe ja festgestellt, dass ihr einen sehr guten Humor hattet im Punkto meiner In-Game-News in New and Tasty. Hat euch offensichtlich gefallen, war schön. Hat ein bisschen Aufwand gekostet, da ich jetzt nicht so on auf Anhieb auf der Schnelle heraus was Anständiges zaubern konnte. Ich wollte es eigentlich viel aufwendiger machen, aber ist leider nicht geworden. Sah aber dennoch geil aus. Okay, freut mich, wenn mich sowas freut. Also es freut mich, wenn euch sowas freut. So rum ist die richtige Grammatik. Ah, okay. Das heißt, warum läuft das jetzt nicht? Genau, weil das hier, so. Jetzt brauchen wir davon 8. Oder? Nein. Wir haben
Doch, wir brauchen noch 8, weil wir haben insgesamt 9 von denen, die wir benötigen. Habe ich mich aber hier bei den Chips verzählt. Verdammt. Nicht einmal das kriege ich hin. So, Interfaces. Mein Magen grummelt auch gemütlich gerade vor sich hin und sagt, ey, Abendessen. Wo bleibt's? Okay. Iron haben wir wieder nicht genug. Das ist eine Qual hier mit Iron. Hier, übrigens. Spirit, nicht Spirit, sondern Kamikaze. Darum finde ich Alu wichtig. Alu braucht man, um Eisen zu ersetzen, weil man Eisen die ganze Zeit braucht. So. Ah, herrlich. Hier kommen jetzt auch schon langsam mal so Anzahlen zusammen, die ganz nicht uninteressant sind. Der Part ist jetzt auch schon langsam zu Ende. Verdammt, wie schnell geht die Zeit um? Ich wollte eigentlich nur mit euch gemütlich hier was genießen. Na gut, machen wir 10 Tische, wer weiß, wann wir den anderen noch brauchen. Vielleicht machen wir so einen Extra-Tisch für irgendeine besondere Mischung. Weil wir haben ja mehrere Mischungen. Es gibt dann später noch Stahl und den ganzen Kram, den müssen wir dann auch noch machen. So. Ich werde jetzt off-cam diese ganzen Smeltery-Arbeiten noch fertig machen, werde dann so weit herrichten, dass wir nächsten Part dann halt einfach diese ganzen automatisierten Geschichten dann eigentlich nur noch aufbauen müssen, damit ihr das System gesehen habt. Und ich kümmere mich jetzt um die Kleinigkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für die Gott.